Ja, moin moin Leute, grüßt euch. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin zurück in Atlas und wollte euch ein kleines bisschen das neue Schiff vorstellen. Aber ich muss da drüben leider mal ein bisschen den KI-Konvoi auseinandernehmen. Das neue Schiff, Barracuda. Und ich bin ordentlich am Leveln. Wir sind jetzt Level 91. Das alte Schiff hat es leider ein bisschen auseinandergerissen. Hat einen Feind nicht überlebt. Von daher gab es ein neues. Ich habe einen Skin drauf für die Segel. Und ein bisschen anderen Aufbau mittlerweile. Und die rechte Seite, die ist bei mir eigentlich so das Hauptaugenmerk. Unten sowie oben die Kanonen. Das knallt schon ordentlich. Kleiner Beweis. Ach, ist nur eine 50er Galli. Leider Gottes. Nichts Höheres. Machen wir die Brick noch schnell weg hier. So. Dann gucken wir mal. Die Brick, was er erzählen hat. Oh, okay. Eine etwas höherleveligere. Macht es nur wieder ein bisschen Spaß. Ja, ein paar einschenken. Ist gar nicht so dramatisch. Gehört damit zu. Die Galli uns noch schnappen nebenbei. Ja, 20er. Auch gut. Ist weg. Ihr seht, das mit den Kanonen ist gar nicht mehr so das Drama. Gedanken sind auch alle am Cap. Und wiedersehen. Sehr schön. Level up. Freut mich. Können wir gleich den Loot aufsammeln. Ja, ich will eigentlich auch gar nicht so viel heute in der Folge erzählen oder sonstiges. Letzten Endes wollte ich euch ein bisschen zum Level mitnehmen und euch das neue Schiff vorstellen. Leider ist auf dem Server im Moment so ein bisschen sehr einseitig geworden. Haben ein paar aufgehört, weil es da Diskrepanzen gab. Ich will da gar nicht näher drauf eingehen, aber ehrlich gesagt, die Anfang-Euphorie ist ein bisschen dahin. Und huch. Jetzt macht man eigentlich nur noch so ein bisschen sein Tagwerk. Entschuldigung. Alten Seebarsch im Hals. Nein. Aber ihr merkt das vielleicht auch schon so ein bisschen. Das große Ganze ist es nicht mehr. Das hat nichts mit dem Game zu tun, sondern ich denke eher liegt so ein bisschen hier am Server eben. Und ja, also ich habe immer riesen Spaß dran gehabt, hier frei aufzuspielen, dass man relativ schnell leveln kann, dass man alle möglichen Sachen ausprobieren kann, auf die man Lust hat. Für mich ist eben das Schifffahren das angenehmste hier.
Und ja. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, es ist nur so eine Standardkiste. Geht's halt weiter. Das war nur so eine Standardkiste. Aber auch das looten wir mal durch, kein Thema. Ja, eigentlich geht es jetzt nur noch darum, zu schauen, was macht Sinn oder wie weit können wir hier noch irgendwas reißen auf dem Server. Schwierig gegen so eine Truppe, die momentan hier am Werkeln ist. Die zwei Companies, die sich zusammengetan haben. Spielweise so lala. Mehr sage ich da nicht, eigentlich gar nicht groß zu, aber ja, wäre cool, wenn es tatsächlich auch mal einen deutschen Server geben würde, wo man ein bisschen ähnliches Spielprinzip hat, eben PvP. Muss auf jeden Fall mit dabei sein. Mal schauen, was so geht. Ansonsten machen wir erstmal ein bisschen Pause mit Atlas. Ich weiß es aber auch noch nicht. Ja, was kann ich euch dazu dem Schiff jetzt noch sagen? Also letzten Endes, ich habe 5 Segel, 4 Handling, 1 Speed. Den Bassenball an mir hier alles kaputt. Ich habe hier so einen Seitenaufbau gemacht, damit ich über die Reling schießen kann. Man kann sie auch auf den Boden stellen. Ich finde es aber so besser. Habe sie ein bisschen eingebaut, damit sie nicht direkt die ganze Zeit Damage kriegen. Hier auf der linken Seite sind 6 Kanonen. Hier auf der rechten Seite sind es 10. Unten drunter Kabine ist auch ein kleiner Aufbau. Ja, den habe ich so gelassen. Schiff habe ich im Übrigen übernommen von einem Spieler, der hier auf dem Server war. Von der Company Seabears. Schönen Gruß. Ich hoffe, dass ihr einen Server gefunden habt, wo ihr richtig Spielspaß habt. Und oder was ihr sonst so macht. Auf diesem Wege nochmal alles, alles Gute. Hat immer Spaß gemacht, sich mit euch zu kebbeln. Jedenfalls. Hier unten ganz normal, ja, ein bisschen Ausrüstung, was man so braucht. Und eben die dicken Kanonen. Und wer jetzt auf Stopp gedrückt hat, hat gesehen, was das für welche sind. Ich habe es mit Absicht ein bisschen schneller gemacht. Also High-End-Segel sind auch drauf. Ja. Hier unten kurz eine Rampe, damit ich die unteren Planken reparieren kann. Ansonsten ist der Aufbau nichts Gewaltiges. Das ist übrigens Otto. Ja. Otto ist eine unterbezahlte Kraft hier auf dem Schiff. Und er hat 10 Kinder. Er kriegt zu Hause echt nichts zu essen. Jedenfalls, Otto und die restliche Truppe sind gut eingestimmt auf irgendwelche Kämpfe. Warum habe ich denn die Leitern hochgemacht? Das ist ja weird. Ah, oh, ich habe schon wieder diese. Ah, mit der Maus, man kann sich nicht drehen. Ah. So, sorry. Ich muss irgendwann die Leitern hochgemacht haben. Also, unten jeweils 5 Large. Die vorderste ist mir zu weird. Da hätte ich vielleicht sogar eine kleine reingesetzt, aber nee, ich lasse es so. Dann oben links 6, oben rechts 10.
und hinten 5. Das sind noch keine High-End-Kanonen. Und die 5 tatsächlich, um wirklich mal, wenn ich abhaue, irgendwo Segelfetzer zu laden. Aber auch gute Kanonen da oben, also kein Common-Zeug. Ihr werdet hier auf dem Schiff keine Common-Sachen mehr finden. Vernünftiges Deck ist leider kein High-End-Deck. Oh, will ich mal reparieren. Hätte ich mir gerne gewünscht, aber ich will den ganzen Aufbau nicht alles wegreißen, da habe ich keine Lust zu. Ja, wie man sieht, ich habe ein paar ordentlich eingeschenkt gekriegt. Das gehört eben mit dazu. Ich habe auch keine Lust mehr, mich bei den KI-Schiffen großartig anzustrengen, um ja keinen mehr abzukriegen. Ja, ich fahre dran vorbei, öffne die Luken und hau raus, ob ich welche abkriege oder nicht. Bisschen zweitrangig mittlerweile für mich. Ja, ich habe vorher immer ein bisschen geübt, eben nichts abzukriegen, weil das ist für einen richtigen PvP-Fight dementsprechend auch ausschlaggebend. Aber ja, gut, das war so im Groben und Ganzen zum neuen Schiff. Ich mache mich jetzt wieder auf den Heimweg und gebe den Loot ab. Ich kann euch hier mal kurz den Lootschrank zeigen. Also das ist mein Reparaturschrank. Das ist Munitionsvorrat, Munitionskiste. Das ist das, was ich geladen habe. Hier muss ich unbedingt nachmunitionieren. Ich habe noch 1400 Schuss dabei. Das ist mein privater kleiner Schrank. Da ist mein Zeug drin. Und hier ist die Beute. Das ist im Endeffekt das, was rausgekommen ist, was ich heute erbeutet habe. Gott sei Dank ein paar kleine gute Kanonen dazwischen. Ansonsten, naja, nicht hier Schrott. Komischerweise finden andere Companies nach 5 Minuten hier ihren High-End-Stuff oder ich weiß es nicht, jedenfalls. Es nervt. Jo. Ah, ist ein Kollege gerade online gekommen. Der macht die Nachtschicht. Nochmal Hallo sagen. Ja, das ist der Architekt, die Schlumpf. Weil wir die Schlumpfbande sind. Ja, der Architekt, die, das ist der, der bei uns die ganzen Inseln mit Dev ausstattet und eine Base nach der anderen hochkloppt. Da, wo es nötig ist. Aber gut. Leute, dann würde ich sagen, in diesem Sinne, schönen Dank, dass ihr dabei gewesen seid. Ich wollte mein Schiff vorstellen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Video wieder mit dabei. Und ich sage in diesem Sinne, haut rein. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund. Ich bin raus. Ciao. Ciao.